außergewöhnliche Stimme Unplugged. Am 23. Mai tritt Conchita Wurst auf der Bühne des Toskana-Kongresses Gmunden auf, konkret im Rahmen der Salzkammergut-Festwochen. Hier in Gmunden, dem Geburtsort von Tom Neuwirth, haben wir uns mit dem Künstler getroffen, um über Musik, sein bewegtes Leben und seinen Bezug zur Region zu sprechen. Also ich verbinde natürlich mit Oberösterreich schon Heimat, also auch wenn ich in der Obersteiermark aufgewachsen bin, aber ein Großteil unserer Familie lebt in Oberösterreich, also nicht der Großteil, eigentlich alle, nur wir nicht. Ich bin in Gmunden geboren. Jetzt bin ich da heute durch den Park gegangen und habe mir gedacht, ich war da schon einmal. Und dann ist mir das eingefallen, ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Oma, wo ich ein kleines Kind war, weiß nicht, 6 oder 7, durch diesen Park spaziert bin und dann, das ist so arg, wenn man sich plötzlich an sowas ganz Frühes erinnert. Also ich bin auch total geflasht gewesen. Also ich freue mich voll, dass ich da bin. Und ich freue mich voll, dass ich so ein schönes Konzert machen darf. Im Mai, 23. Mai, Gmunden im Mai. Ich meine, das ist ein Traum, oder? Dass dieser Tag ein Traum wird, dafür ist bestens gesorgt. Nur eine Sache könnte den kommenden Konzertabend für den gebürtigen Gmundner noch besser machen. Ich liebe es, Konzerte zu geben. Ich liebe es, mit den Leuten zu reden und eine Gaudi zu haben. Das ist echt immer so vorneweg immer. Also ich will nicht respektierlich meinen KollegInnen gegenüber sein, die ja fantastische MusikerInnen sind. Aber mir ist erstens immer wichtig, dass wir mal eine Gaudi haben. Und dann singen wir nur ein bisschen. Also das kann man erwarten und auf das freue ich mich total. Hoffentlich haben wir gutes Wetter, das schaut auch nicht, aber ich meine im Mai, oder? Das ist ein Monat, geht ja fast gar nicht. Nein, ich freue mich total. Savoir, savoir vivre. 2011 hat Tom Neuwirth die Kunstfigur Conchita Wurst ins Leben gerufen. Als die bärtige Diva wird er auch im Toskana-Kongress auftreten. Denn so fühle er sich auf der Bühne am wohlsten. Ich habe mich nie irgendwie Geschlechterrollen unterworfen. Am wenigsten bei der Kleidung, schon als Kleinkind nicht. Also das war immer schon ein, wie soll ich sagen, eine Freude für mich, lange Kleider zu tragen und Röcke zu tragen, weil das holt was in mir hervor, was mir extrem stark macht und sehr, sehr sicher macht. Und ich fühle mich umwerfend schön. Und das sind so Sachen, das brauchst du auf der Bühne. Weil da musst du, was da müssen dir die Leute vertrauen. Weil wenn man auf der Bühne ausrutscht, also in jeglicher Hinsicht, dann wird das Publikum nervös und das ist dann nicht schön für niemanden. Somit ja, es ist ein bisschen wie so eine Zauberkraft. Ja. In den Augen des Musikers verfügt jedoch nicht nur Kleidung, sondern auch Kunst über eine ganz besondere Kraft. Ich glaube, Kunst war immer schon essentiell, wenn es darum ging, die Gesellschaft abzubilden, der Gesellschaft was zu lernen, zu inspirieren. Ich glaube ja, wenn man sich darauf einlässt, dann erfährt man extrem viel über sich selbst. Wenn man sich denkt, okay, wie fühle ich mich, wenn ich das her oder sehe, warum fühle ich mich so, wo kommt das her? Und das ist einfach so schön, finde ich, also sich selbst kennenzulernen. Das ist eh eine lebenslange Reise. Aber es macht halt auch extreme Gaudi, weil je besser man sich kennt, desto besser weiß man auch, wie man sich selbst glücklich macht. Und wenn man dann eine Gaudi hat mit sich selbst, dann du hast mit alle eine Gaudi und dann ist alles einfach nur mehr ein Wahnsinn. Genau. Diese Ansätze spiegeln sich auch in seiner Musik wider. Performen wird Conchita Wurst jedoch nicht alleine. Ich komme mit ganz fantastischen MusikerInnen, der Edo Meyer, mit der es eigentlich immer mit mir auf der Bühne spielt. Gitarre macht, Beatbox, ist ein Multi-Instrumentalist und die Anja Obermeier singt mit mir. Die Anja hat auch ein eigenes Projekt, Anja Om heißt das, die ist so fantastisch. Also schon allein wegen die zwei muss man kommen. Und wir machen eben zu dritt Musik, sehr reduziert, sehr intim. Ich singe Songs aus meinem Repertoire, die kennen jetzt vielleicht nicht alle, aber das sind gute Lieder, das kann man sich schon anhören. Und ich singe natürlich auch ein paar Coversongs, weil, weißt du, das sind meine Lieblingslieder, die nehme ich schon auch mit. Ich glaube, dass ich gehöre noch mehr singen werde. Weil das haben wir schon probiert, das geht sich gut aus. Wer dieses bunte Programm also live miterleben möchte, der kann sich jetzt Tickets über Ö-Ticket oder direkt auf der Website der Salzkammergut Festwochen Gmunden sichern.